Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Wir befinden uns noch hier bei Chief Handlern und unterhalten uns mit ihm so ein bisschen über die Gegend hier und was so mit Caesar los ist. Warum sind die Mittel auf Boneyard konzentriert? Die meisten Leute in Boneyard waren noch nie in New Vegas und werden da auch nie hinkommen. Sie wissen nur, dass ihr Geld in diese Wüste gepumpt wird und ihre Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter hier sterben. Was geht im Baja vor sich? Das ist kompliziert. Lange Geschichte. Ich habe Präsident Kimball gesagt, dass wir hier mehr Ranger brauchen. Er akzeptierte das. Doch die erfahrensten schickte er nach Süden. Patrouillen-Ranger sind gute Männer und Frauen, aber uns steht ein Krieg bevor. Was ist mit den Soldaten? Sie haben es ja selbst gesehen. Ein paar von denen haben nicht einmal vernünftige Militärgewehre oder Rüstungen. Unsere schwere Infanterie, die Einheiten mit den Powerrüstungen, schützt im RNK-Gebiet die Interessen von Brahmin-Baronen gegen schwache Raider. Brahmin-Barone haben auch nur eine Stimme an der Wahlurne. Aber sie haben eine Menge Geld zur Verfügung. Was sind denn das für Leute? Schießen Sie los. Brahmin-Barone. Was hat die Legion vor? Vor nicht allzu langer Zeit haben sie Nelson und Searchlight eingenommen. Sie haben ein paar Lager am Ostufer des Colorado. Und das Monster auf dem Hügel jenseits des Sees. Das ist für Caesar. Ein paar Leute denken, er sei noch nicht hier. Aber so etwas spürt man. Er ist das Auge des Sturms. Alles braut sich um ihn zusammen. Man muss den Mann nicht sehen, um seine Wirkung zu erkennen. Ja, ganz offensichtlich. Erzählen Sie mir von Nelson. Nelson war so gut wie unbefestigt. Es gab einen großen Streifen ungeschütztes Land zwischen Forlorn Hope und Searchlight. Und Nelson war die Lösung. Ein Dekanus namens Totes Meer hat den Ort erobert und eine Menge Schaden angerichtet. Was ist denn Searchlight passiert? Searchlight war schlimmer. Einer von Caesars Frumentarii muss dort etwas gefunden haben, womit er das Lager verstrahlen konnte. Nelson. Weiter. Übrigens weiß ich wirklich zu schätzen, was sie für die Soldaten dort getan haben. Nelson mag nicht der strategisch wichtigste Ort sein, aber das Ausschalten von Totes Meer bedeutet vielen von ihnen eine ganze Menge. Ja, das freut mich. Schießen Sie los. Können wir hier nicht irgendwie helfen? Erzählen Sie mir von den Rangern. Ich könnte Ihnen viel über sie erzählen. Aber in meinem Alter bin ich mir nicht sicher, wer von uns zuerst einschlafen würde. Was wollen Sie wissen? Was machen die Ranger so? Tja, da gibt es das, was wir machen sollten und das, was wir tatsächlich machen. Und zwischen diesen beiden Dingen klafft ein großer Unterschied. In etwa so groß, wie der See da draußen breit ist. Gut, was sollten Sie machen? Schutz bieten vor jeder Form der Tyrannei. So einfach ist das. Vor 30, 40 Jahren war das Ödland voller Despoten. Sklaventreiber, Raider, großmäulige Schläger mit Gangs, die Städte tyrannisierten. Damals war das Militär der RNK noch jung. Kam nicht viel rum. Da brauchte es Gruppen wie uns, um die Chancen der guten Jungs zu verbessern. Was machen Sie tatsächlich? Am Ufer des Lake Mead sitzen und nach Osten stieren. Radio- und Funksprüche abhören. Und versuchen, nicht zu viele Leute draufgehen zu lassen. Ich bin zwar zu alt, um noch im Sattel zu sein, aber ich hatte mir schon mehr erhofft. Zumindest mehr als das hier. Warum sind die Ranger hier? Auf die Frage gibt es viele Antworten, aber es fing mit dem Ranger-Vereinigungsvertrag an. Wir waren nicht immer der einzige Laden in der Stadt. Nevada hatte seinen eigenen Trupp, die Wüstenranger. Sie haben noch weiter im Osten, in Arizona, gegen Caesar gekämpft. Ist ihnen nicht gut bekommen? Vor Jahren trafen wir uns mit den Wüstenrangern beim Mojave Outpost und vereinbarten, ihnen gegen Caesar zu helfen, wenn sie der RNK beitreten. Okay, was haben Sie denn so für Geschichten sonst so? Kommt drauf an, was Sie für gut halten.
Die meisten Leute interessieren sich für den Staudamm und Boulder City. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn Sie Geschichten über die Jagd auf Sklaventreiber und das Hochnehmen von Banden hören wollen, fragen Sie einen der jüngeren Ranger. Die Ranger müssen doch etwas Gutes getan haben, auf das sie stolz sind. Ist eine längere Geschichte, aber na gut. Vor 20, 25 Jahren ist eine Gruppe von RNK-Siedlern nach Baja im Süden vorgestoßen. Wenn man sich heute die Karten anschaut, sieht das nicht sehr weit aus. Aber damals war es ganz schön abgelegen. Sie haben dieses kleine Hüttendorf mit einem Brunnen in der Mitte gegründet. Nannten es Rattletail. Weiter. Wir hörten, dass eine unserer Stationen von Raidern angegriffen wurde. Also zog ich mit 6 Rangern los. Wir waren bestimmt eine Woche unterwegs, bis wir in Rattletail eintrafen. Nachtpirscher hatten eine von uns getötet, der Durst fast noch jemanden. Als wir ankamen, sahen wir 6 schäbige Hütten rund um einen Brunnen. In den Dünen außerhalb des Dorfs lagen über 2 Dutzend Leichen. Und im Dorf hockten 5 Leute mit 308-Gewehren hinter Sandsäcken. Und die Leichen, diese Menschen im Sand, waren keine Raider. Sie waren noch nicht mal schwer bewaffnet. Es waren nur Leute, die zum einzigen Brunnen im Umkreis von 75 Kilometern wollten. Ich wusste gleich, dass das den Leuten im Dorf egal war. Sie hatten die Flagge der RNK über dem Brunnen gehisst und waren bereit, ihre Stellung zu halten, auch wenn sie alle dabei draufgingen. Also bin ich hingegangen und habe eine Geschichte über eine 100-Mann-starke Raider-Bande erfunden. Hab mir sogar einen Namen ausgedacht. Die Kerle haben erst einander doof angeguckt, dann uns. Und dann haben sie mich gefragt, was wir jetzt gegen die Raider unternehmen könnten. Ich habe gesagt, dass wir sie ins Territorium der RNK zurückbringen würden, weil wir auf dem Weg schon 10 Ranger verloren hätten. Das reichte ihnen wohl. Sie haben ihre Sachen gepackt und wir haben sie nach Norden gebracht. Hab gehört, dass sie jetzt in Anza Borrego siedeln. Züchten Großhörner. Hatten anfangs Schwierigkeiten, aber es hat alles geklappt. Das war meine eine gute Tat. Krass. Was ist am Hooverdamm und in Boulder City passiert? In großen Schlachten setzt Caesar seine Legionäre in Wellen ein. Erst Rekruten, dahinter Primi und die alte Garde am Schloss. Der Gegner verausgabt sich bei den ersten beiden Wellen, wenn er überhaupt so lange durchhält. Und die Veteranen haben dann ein leichtes Spiel. Caesar ist aber flexibel. Und wenn es sein muss, setzt er eine Mischung von Legionären als Plänkler ein und erhält die Ordnung dabei trotzdem aufrecht. Joshua Graham, Caesars alter Legat, der war nicht so flexibel. Als die Legion den Hoover-Staudamm angriff, befahl General Oliver gleich zu Beginn den Rückzug in die Mitte des Schlachtfelds. Graham ließ die Legionäre auf den Staudamm vorrücken und füllte die Ostflanke vorne mit Rekruten und hinten mit Veteranen auf. Wie aus dem Lehrbuch. Aber als sie erstmal da waren, hingen sie fest. Olivers Truppen waren eingegraben und wichen keinen Fußbreit zurück. Dann wurden Scharfschützen der Ranger und der ersten Aufklärung angewiesen, die Offiziere der Veteranen von einer hohen Kuppe im Westen aus auszuschalten. Es dauerte kaum eine Minute, bis Graham den hinteren Rängen befahl, sich nach vorn durchzudrängen und die Kuppe zu erstürmen. Das führte zu totalem Chaos unter den jüngeren Legionären. Olivers Truppen wichen auf die Balustraden aus und ließen die Veteranen durch. Aber bis die Veteranen die Kuppe erreichten, waren wir schon längst in Boulder City. Sie folgten uns dorthin, doch wir waren weg, bevor sie es merkten. Wir hatten überall in der alten Stadt C4 und Dynamit gelegt. Krude, aber effektiv. Die wenigen Überlebenden der Explosionen leisteten kaum Gegenwehr. Die auf dem Damm wussten nicht mehr weiter. Die Soldaten schlugen sie in die Flucht, Graham zog seine Legionäre zurück und die Schlacht war gewonnen. Er ging nach Süden, zurück zum Grand Canyon, zurück zu Caesar. Das war das Letzte, was wir von Joshua Graham gesehen haben. Adios. So viele Geschichten.
Und keine Aufträge. Okay, schade. Hätte ja sein können, dass wir denen hier irgendwie helfen können. Naja, man kann nicht allen helfen. Dann ziehen wir weiter. Die Sonne knallt auch wie bekloppt hier rein. Na, komm schon, Ladebalken. Roulette-Tisch. Drehdingsbumsi. Einladung ist hier. Reise zum Canyon. Bla, Mitternachtshow. Und Boulder City waren wir auch schon. Jacobstown, genau, das gehört den anderen. Nordpassage. Hier unten sind wir auch schon ganz schön viel durch. Wir laufen heute mal ein bisschen hier an dem Fluss lang, weil es scheint ja, als ob hier irgendwie was Böses in der Nähe zu sein scheint. Du stehst nur auf einmal. Lässige Gacknase, geh weg. So, Boone ist jetzt nicht über den Zaun gehüpft wahrscheinlich. Na gut, der wird schon irgendwie auftauchen. Ach, wir können das auch alleine regeln. Müssen uns ja nicht so anstellen hier. So, da vorne ist ein Hütchen und ein Monsterchen. Fuck, fuck, fuck. Na, ja, sehr gut. Oh, Boone scheint wieder da zu sein. Ich habe mich voll erschrocken. Gott verdammt. Sehr schön. Guter Freund. Kommt genau zum richtigen Zeitpunkt wieder. Puh. Ich habe uns schon tot im Dreck liegen sehen. So, das da hinten ist der Staudamm. Fischerstolzhütte. Schauen wir mal rein. Eine stolze Fischerhütte. Eine echt hässliche Lampe hier. Aber eine Truhe, wo was drin ist. Kronkorken. Magazin haben wir da auch gefunden, eben auf dem Tisch. Sunsets ist per Hülderflasche. Ein Luftgewehr, ole.
wahrscheinlich Luftgewehrmunition. Ein Steak, Kronkorken. Einer mit dem Stern. Ein Toaster. Ne, den brauchen wir nicht. Gibt es im Kühlschrank noch was Leckeres? Nö, nicht so richtig. Scharfschütze, Luftgewehr dürfte voll für den Arsch sein. Ja. Das tun wir auch direkt mal wieder weg. Ja, wir haben für alles so wenig Munition und so Sachen. Ne, Boon? Schauen wir mal draußen weiter. Wiki and Brands Casino open 24 Stunden. Yay! So, see the infamous couple's death car. Ich hab doch einen Revolver mit dem Dingsbums hier. Hat zwar nicht viel Munition dafür und auch gerade ein paar Grafikprobleme. Aber das sollte doch irgendwie... nicht von Nachteil sein. Ich hasse es. Stirb. Okay, ich glaube, wir haben es. Und wir müssen auch irgendwann mal irgendwie ein bisschen vernünftig Munition kaufen gehen. Also hier die ganze Zeit mit so Resten und Ballern ist ein bisschen anstrengend. Boon, wo bist du? Irgendwo da unter Wasser ist was. Was da drüben ist auch ein Ort, wo wir hinreisen können. Okay. Das Wasser hier ist nicht verstrahlt. Ah, wenn wir gedrückt halten, trinken wir mehr. Sehr gut. Dann betrinken wir uns hier mal kurz. Und dann schwimmen wir darüber mal zu diesen komischen schwimmenden Inseln. Finde ich ziemlich erstaunlich, dass das Wasser hier so sauber ist. Drecksack. Geh weg. Oh, 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 oh. Bam. So, speichern wir mal kurz. Daten überschreiben. Na, bist du auch fertig, Spiel? Sehr schön. Und nun darüber. Was auch immer das da drüben ist.
Na toll, dann sind diese Viecher da drauf. Ja, ich bin fast tot. Arzttasche benutzen wir auch nochmal. Wir haben nur irgendwas, was Schaden reduziert, oder? Das ziehen wir uns auch mal an. Oh. Wissenschaft um 4 erhöht, sehr schön. Irgendwo war ein Rainer. Oder auch nicht. Puh. Hab nicht gedacht, dass wir hier so schnell durchkommen. Ich habe vor allem nicht gedacht, dass wir das überleben. Lässt du wohl Boon in Ruhe? Irgendwie treffe ich den so gar nicht. Ja, aber so. Aber so überhaupt nicht toll. Munitionsverschwendung. Hat er da mit Boon im Wasser getanzt oder was war das für eine Nummer? So. Jetzt können wir ja alles einsammeln, was wir finden. Wer das hier wohin gebaut hat. 5 mm Munition. Oh, Sunset Whisperer. Mitnehmen. Schere brauchen wir nicht. Whisky auch nicht. Vor allem keine leere Whiskyflasche. Schwachsinnig, wer das denn? Eine schöne Truhe. Kreuzschlüssel, Terpentin. Ödlands Überlebenshandbuch. Perfekter Fund. Oh, der hängt da ein bisschen ab. Können wir den da noch ein bisschen. Ja, können wir. Die. Entsorgen. So, das hatten wir schon. Hier ist wieder ein Sternkronkorken. Auch noch eine Kamera drin. So, und hier hinten. Pömpel, Schere, Sensormodul, Stange, Zigaretten. Und hier. Schöner Fund. Boon, komm mal her. Ach, du bist soll mir recht sein. Immer noch voll bepackt mit tollen Sachen. Ja, ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Teilhelm 3. 5. Leichte Metall, leichte Lederrüstung. Ist alles doof. Hier kriegst du alles wieder. Mhm. Nee, hier, Kleidung.
Metallhelm, Metallrüstung. Und dann hat er immer noch ein bisschen Platz. Lederrüstung verstärkt. Wird schwer, Ihnen den Rücken zu decken, wenn ich meine Stelzen nicht bewegen kann. Ja, ja, ich weiß. Ja, bist doch, ich kann dir nur eine Waffe in die Hand drücken. Da solltest du noch was tragen können. Sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr weg. 12,7 mm Pistole. Achso, das war die neue, die wir gefunden haben. Die kannst du mal nehmen. Und Machete. Wird schwer, Ihnen den Rücken zu decken, wenn ich meine Stelzen nicht bewegen kann. So, und die. Und das wär's dann auch aus der heutigen Episode von Fallout New Vegas. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen hier so ein bisschen der Erkundungstrip und die neue Rüstung für Boone sieht ja auch super schick aus. Ja, ich hoffe, ihr findet die Rüstung genauso toll wie ich. Und wenn es euch heute gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet und wir uns morgen in einer neuen Runde wiedersehen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und haut rein. Bis morgen. Tschüss.